Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sound-Grundlagen-Video. In dieser Folge geht es um Kopfhörer und eine Menge Grundwissen drumherum, was man haben sollte, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Aber legen wir doch einfach mal los. So, es geht um Kopfhörer und einige Begriffe drumherum, gerade wenn man sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen oder ernsthaft anfängt damit zu beschäftigen, wenn man möchte, dass man einiges an seiner Produktion verbessern möchte. Und da geht das schon mal los. Das heißt, das Wichtigste, was man bei der Musikproduktion hat, oder einer der wichtigsten Dinge, ist die Abhöre. Das heißt, man kann zwischen zwei normalerweise wählen. Das eine sind Monitorboxen und das andere sind Studio-Kopfhörer. Monitorboxen, einfach ganz kurz einen Abriss darüber. Monitorboxen, so im unteren Preissegment kriegt man was ganz Vernünftiges, so als Pärchen schon mal so ab 800 bis 1000 Euro. Und damit ist aber noch nicht fertig, weil die Boxen stellt man im Raum auf und den Raum muss man ja auch so ein bisschen betrachten. Das heißt, die ganze Raumakustik muss man noch betrachten. Da ist es meistens angebracht, dass man dann Diffusoren und Absorber noch zusätzlich anbringen muss im Raum. Und da ist man auch ganz schnell 500 Euro aufwärts bis so im Standardfall irgendwas zwischen 1.000-2.000 Euro los. Und natürlich nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Das kann auch mal ganz gern auf 5.000 oder 10.000 Euro hochgehen, je nachdem, wie schlecht die Bedingungen sind. Und zum anderen haben Boxen natürlich auch noch den Nachteil, dass unter Umständen die Nachbarn eine ganze Menge mitkriegen können. Bei Kopfhörern ist die Situation etwas anders, weil ein Studio-Kopfhörer, den ich kaufe, brauche ich mich nicht um den Raum drumherum zu kümmern, der um mich herum ist. Meine Nachbarn werden vermutlich auch relativ wenig davon mitbekommen. Das Einzige, was ich bei Kopfhörer betrachten sollte, wäre halt einfach, dass es ein Studio-Kopfhörer ist. Und bei Studio-Kopfhörern, oder man unterscheidet Kopfhörer zwischen Hi-Fi oder Hi-Fi und Studio-Kopfhörer. Und Hi-Fi-Kopfhörer, das steht hier unten nochmal, es sind nonlineare Kopfhörer, während Studio-Kopfhörer meistens lineare Kopfhörer sind. Was bedeutet das? Das Nonlinear und Linear bezieht sich auf den Frequenzverlauf in dem Frequenzdiagramm. Das heißt, wenn ich Musik produziere, möchte ich natürlich eine originalgetreue Wiedergabe der Frequenzen, was ich da gerade zusammenmische, haben, um einfach einschätzen zu können, wie das klingen muss. Das heißt, jede Frequenz, die ich da einstelle, soll auch auf meinem Kopfhörer genauso ankommen. Bei HiFi-Kopfhörern ist das so, und das sieht man auch immer an der Werbung, da wird dann geworben mit extra Bassboost und extra brillante Höhen. Das heißt, in dem HiFi-Kopfhörer ist schon ein EQ eingebaut, der tiefe Frequenzen, also Bässe anhebt und auch Höhen anhebt. Das mag zwar zum Hören, zum Konsumieren der Musik relativ schön sein, aber damit zu mischen ist halt ziemlich gefährlich, weil ich nicht einschätzen kann, wie das Material im Original klingt. Das heißt, ich habe immer diesen EQ dazwischen geschaltet, der mir das Ganze schönt auf einen Consumer-Geschmack, sage ich jetzt einfach mal. Aber jeder Hi-Fi-Kopfhörer ist auch anders. Der eine hat einen großen Bassboost, der andere hat einen geringen Bassboost, der dritte hat gar keinen Bassboost. Das heißt, wenn ich das auf meinem Bassboost-Kopfhörer mische und jemand anders, der keinen Bassboost hat, der wird einfach keine Bässe mehr hören. Das heißt, das Lied ändert sich dann dramatisch teilweise. Und da sollte man einfach drauf gucken, Studio-Kopfhörer sind eigentlich immer linear und wenn man anständig mischen will, sollte man auch lineare Kopfhörer benutzen. Bei Kopfhörer gibt es verschiedene Kopfhörertypen, offene, geschlossene und halboffene. Bei den offenen Kopfhörern ist das so, dass die Bauart, wenn der Kopfhörer aufliegt, auf der Außenseite offen ist. Das heißt, der Sound, den man auf die Ohren bekommt, der dringt natürlich auch nach außen. Da ist nichts gekapselt oder so. Dadurch, dass es halt gar auch keine Reflexionen gibt, ist der Raumklang des Sounds wesentlich schöner, wesentlich klarer. Das hat noch einen Vorteil, dass die Ohren nicht so schnell ermüden, hat aber den Nachteil, wenn ich jetzt jemanden direkt neben mir sitzen habe, der kriegt halt die ganze Musik einfach mit.
Das mag zu Hause nicht so wahnsinnig schlimm sein. Unterwegs kann es natürlich extrem störend sein, wenn man im Bus, Zug oder Flugzeug sitzt und der Nachbar wird die ganze Zeit beschallt mit dem ewig gleichen Loop, weil man da versucht, irgendwas rauszukitzeln über Stunden hinweg. So, und die geschlossenen Kopfhörer sind nach außen hin geschlossen, was der Begriff eigentlich auch schon sagt. Die haben den Vorteil, dass natürlich auch, wenn die nach außen geschlossen sind, kommt auch von außen relativ wenig rein. Das heißt, man kann bei einem Sound sehr gut hinhören, was da passiert. Geschlossene Kopfhörer gelten oft auch als analytische Kopfhörer. Nicht unbedingt, aber analytische Kopfhörer sind meistens geschlossene Kopfhörer. Und die haben aber allerdings auch den Nachteil, dass die Ohren relativ schnell ermüden. Also es sind eigentlich keine Kopfhörer für lange Sessions. Der Vorteil von geschlossenen Kopfhörern ist halt dann auch noch, dass man das ganz gerne bei Recording-Sessions benutzt für SängerInnen oder MusikerInnen, die halt dann relativ nah am Mikrofon sind, damit der Sound vom Kopfhörer nicht in das Mikrofon noch mit aufgenommen wird während der Aufnahme. So, und dann gibt es noch die halboffenen und halb geschlossenen Kopfhörer, die versuchen einfach die Vorteile von beiden Welten, also offen und geschlossen, zu vereinen, müssen aber da natürlich auch ein paar Kompromisse eingehen. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, wodurch dieses Video entstanden ist, warum ich das machen wollte, weil ich bin kein Elektriker und mich hat schon immer so ein bisschen gewundert, dass Leute gesagt haben, Kopfhörer mit einer höheren Impedanz lösen höher auf. Das sind die besseren Kopfhörer. Und so Allgemeinbildung, Impedanz ist Widerstand, so als ganz allgemein. Und Widerstand ist ein Bauteil in der Elektrik, das einfach dafür sorgt, dass kein Strom mehr fließt. Und mit dieser Logik habe ich mich immer so eine Weile rumgequält und dachte mir, naja, wenn ich jetzt einen Kopfhörer mit hoher Impedanz, also mit einem hohen Widerstand habe, dann bedeutet es doch eigentlich, dass der Kopfhörer oder der Widerstand blockiert, dass Strom fließt zum Kopfhörer. Aber der Kopfhörer braucht Strom, um zu funktionieren, um irgendwas wiederzugeben. Irgendwie passte die Logik für mich nicht. Und deshalb bin ich der ganzen Sache so ein bisschen nachgegangen und habe einfach geguckt, warum stimmt diese Logik nicht? Und bin da halt irgendwann drauf gekommen, dass es halt einfach so eine verkürzte Sprechweise ist, wo einfach ein bestimmter Umstand vorausgesetzt wird, den ich aber halt einfach nicht wusste. So, und dann möchte ich einfach hier mit den Themen Auflösung anfangen, dann über Impedanz und dann eben Treiber, Magneten und Tauch- bzw. Schwingspulen sprechen. Und zwar Kopfhörer mit einer hohen Impedanz. Wie gesagt, wurden immer gesagt, das sind die besseren Kopfhörer, die haben die bessere Auflösung. Das heißt Auflösung bei Audio. Auflösung kennen wir bei Bildern zum Beispiel, wenn man sich anguckt von den frühen Digitalkameras, die hatten relativ wenig Megapixel, irgendwie 0,1, 0,2 Megapixel oder 0,5. Und wenn man dann ein Bild gemacht hat, hat man gesehen, okay, da ist ein Baum, da ist ein Haus und da ist ein oder zwei Personen, weiß man nicht ganz genau. Aber war halt dann einfach ein Bild, was man speichern oder weiter verschicken konnte und das war dann schon mal ganz okay und hatte damit auch seinen Spaß da. Als dann die Megapixel höher wurden, so 10, 20 Megapixel, hat man dann auch schon gesehen, okay, das ist ein Baum, der hat irgendwie ganz tolle Blätter in verschiedenen Farben, da sind auch Vögel drin, ein Bienenschwarm ist da, eine Katze klettert da durchs Geäst. Das Haus ist ein Fachwerkhaus mit Buntglasfenstern und neben dem Haus stehen zwei Personen. Die eine gestikuliert und die andere hat ein Lächeln im Gesicht. So, das heißt, man hat viel, viel mehr Details gesehen. Die Auflösung war viel, viel höher. Und bei Audio ist das genau das Gleiche. Das heißt, je höher die Auflösung ist, desto klarer kann ich einen Sound erkennen und auch hören. Und da kommt jetzt das ganze Thema Impedanz und da vielleicht noch eine kleine Seiteninformation. Impedanz sagt man bei Wechselstrom und Widerstand sagt man eigentlich bei Gleichstrom. Und die internationale Bezeichnung, Überbezeichnung oder Nichtbezeichnung, die Einheit ist dazu Ohm. Das heißt, Ohm ist einfach die Einheit für Widerstand oder Impedanz. Und warum es da einen
eine Impedanz braucht oder einen Widerstand braucht. Das hängt jetzt alles mit der Bautechnik zusammen, des Treibers, also des Teils, was quasi die Informationen, die durch das Kabel kommen, im Kopfhörer dann in Sound verwandeln. Und da haben eben Magneten und Schwingspulen zu tun. Und zu dem Thema Schwingspulen oder Tauchspulen sei noch eines gesagt. Tauchspulen sagt man bei Mikrofonen, Schwingspulen sagt man bei Kopfhörern. Und ich habe jetzt hier einfach mal von der Wikipedia so ein Schema eines Kopfhörers. Und der untere Teil hier unten, der hier so eckig angezeigt ist, das ist quasi so ein runder Ring. Man sieht den Monitor, den Kopfhörer quasi von oben auf die Membran hier, was auch hier bezeichnet ist. Hier ist die Membran, da ist diese Abdeckklappe und hier geht dann die Membran weiter. Das ist komplett rund hier und unten ist es auch rund. Und in diesem runden Stück hier unten drin ist noch eine kreisrunde Ausfräsung. Dieses runde Stück hier unten ist ein Permanentmagnet. Und in diese kreisrunde Ausfräsung hier liegt die sogenannte oder schwebt die sogenannte Schwingspule. Und bei dieser Art von Technologie ist es halt einfach so, dass hier mehrere Sachen jetzt, da muss jetzt quasi so ein Dreierspagat gemacht werden. Die Schwingspule hängt an der Membran und sorgt dafür, dass die Membran auf und ab gedrückt und gezogen wird. Und die Membran erzeugt ja dann den entsprechenden Luftdruck, den wir dann nachher als Sound wahrnehmen. So, und die Schwingspule, die heißt deshalb Spule, weil da drauf ein Draht aufgespult ist, aufgedreht ist oder aufgewickelt ist. Und der ist deshalb aufgewickelt, weil man mit einem aufgewickelten Draht, durch den man Strom hindurch schiebt, kann man ein Magnetfeld erzeugen. Das habe ich ja gerade vorhin gesagt. Das hier unten drunter ist ein Permanentmagnet und diese Spule erzeugt ein magnetisches Feld. Und dieses magnetische Feld im Zusammenspiel mit diesem Permanentmagneten sorgt dann dafür, dass diese Schwingspule sich hebt oder senkt. So, und die Schwingspule an sich hat ja auch nochmal ein eigenes Gewicht. Und dann kommt jetzt dieser Dreierspagat mit rein. Das heißt, ich habe zum einen das Gewicht und ich habe ein magnetisches Feld. Und die Schwingspule, also genau, die Schwingspule hat das Gewicht, das magnetische Feld. Und der dritte Spagat ist der Widerstand. Wie kommt jetzt der Widerstand da rein? Jeder Stoff, durch den Strom gejagt wird, hat einen gewissen Grundwiderstand. Und ich habe ja gerade gesagt, um die Schwingspule ist ein Draht gewickelt. Und der Draht hat einen kleinen, geringen elektrischen Widerstand. So, und wenn ich ein starkes magnetisches Feld erzeugen möchte mit Strom, dann brauche ich viele Windungen von dem Draht. Und viele Windungen von dem Draht heißt langer Draht. Langer Draht heißt einfach höherer Widerstand. Das ist diese Verbindung, die halt dann gemacht wird, im Sinne von ein Kopfhörer mit höherem Widerstand ist auch hochauflösender. Und hier entsteht dieser Widerstand, was den Kopfhörer hochauflösender macht. Das heißt, ich will mit dieser Schwingspule ein magnetisches Feld erzeugen, so dass ich die Membran so exakt wie möglich und ausreichend wie nötig hoch und runter schieben kann. Und dafür brauche ich dann halt einfach ein entsprechend starkes oder schwaches Magnetfeld. Und wenn das Magnetfeld zum Beispiel zu schwach wäre und die Schwingspule zu schwer, dann würde die Schwingspule irgendwo nach oben oder nach unten wackeln und so ungefähr die Frequenz treffen und dann zur nächsten Frequenz. Und das wäre halt so ein Hin- und Her-Gewackel. Habe ich aber ein starkes Magnetfeld, kann ich die halt exakt positionieren ohne Abbremsweg oder irgendwie sonst was, sondern das geht halt richtig so zack, zack in die richtigen Frequenzecken, sage ich jetzt einfach mal. So, und das heißt, die Schwingspule
ist der Grund dafür, beziehungsweise der Draht auf der Schwingspule ist der Grund dafür für ein stärkeres Magnetfeld. Stärkeres Magnetfeld sorgt für exaktere Bewegungen und exaktere Bewegungen sorgen für ein exakteres Hörbild, für ein klareres Hörbild, was dann eben diese hohe Impedanz nicht rechtfertigt, aber einfach begründet, warum ein höherer Widerstand einfach einen besseren Kopfhörer macht. Das stimmt für diese Technik, wie wir sie hier sehen. Das sind so die bekannten Kopfhörersteller wie so Beyerdynamics oder Sennheiser oder sowas in Dreh. Es gibt allerdings auch neuere Entwicklungen, wie von der Firma Austrian Audio, die ein anderes Konzept entwickelt haben als diese Schwingspule. Das heißt, die haben nicht mehr diese Schwingspule, so wie sie da dargestellt ist, mit dem Gewicht und dem viel gewickelten Draht, um diese Membran zu bewegen. Die haben einfach ein anderes System. Fragt mich jetzt bitte nicht genau das. Aber da ist es halt dann auch so, die brauchen viel, viel weniger Material, beziehungsweise die schaffen es, mit viel, viel weniger Widerstand auszukommen. So im Vergleich, so die Standard guten Kopfhörer sind so bei 250 oder 600 Ohm. Und die Kopfhörer mit dieser neueren Technologie, die haben halt so um Daumen gepeilt so 30 Ohm. Das ist schon mal ein riesiger Unterschied. Und wenn ich halt viel Ohm habe, brauche ich auch viel Strom, weil der Widerstand halt relativ groß ist. Ich muss ja Strom fließen lassen und wenn ich einen hohen Widerstand habe, brauche ich dann halt auch viel Strom, damit der dann auch letztendlich fließt. So, und dann kommen wir nämlich zu dem Thema, wenn man mit dieser ganzen Kopfhörer-Thema jetzt mal so durch sind, dass wir verstanden haben, okay, es sollten Studio-Kopfhörer sein, die linear sind oder weitestgehend linear. Es gibt dann immer noch so Sachen wie Signature Sound oder was auch immer. Und was es mit diesem Widerstand, mit diesen Impedanz auf sich hat, wie das zustande kommt und wie man das zu verstehen hat und dass es eben auch nochmal andere Technologien dazu gibt. Kommen wir zu dem ganzen Thema Kopfhörer-Vorverstärker. Und das wird meines Erachtens in den meisten Erklärungen rund um Kopfhörer einfach nicht besprochen. Und ich finde das Thema wahnsinnig wichtig, weil ein Kopfhörer-Vorverstärker einen riesigen Unterschied machen kann, selbst bei einem oder gerade bei einem sehr guten Kopfhörer, der normalerweise eigentlich immer mit einem zusätzlichen Kopfhörer-Vorverstärker kommt, also mit einem extra Gerät. Aber das Thema gerade bei den, ich sag mal so 80 Ohm oder fast schon bis 250 Ohm Kopfhörer gar nicht normalerweise so besprochen wird. Aber selbst bei einem 80 Ohm Kopfhörer oder selbst bei einem 40 Ohm Kopfhörer macht sich ein Kopfhörer-Vorverstärker sehr deutlich bemerkbar in der Qualität des Sounds. Und das Erste, was wir betrachten müssen, ist das Audio-Interface, das man normalerweise am Computer hat. Das hat ja auch einen Kopfhörerausgang und dieser Kopfhörerausgang hat natürlich auch wieder einen kleinen Verstärker drin. Und diese Kopfhörerausgänge sind normalerweise jetzt nicht in der Oberliga, was so Kopfhörer-Vorverstärker geht, gerade wenn man so im unteren Preissegment, unteres und mittleres Preissegment ist, dann ist das halt einfach, sagen wir mal, ein Kopfhörerausgang, der in Ordnung ist, aber man durch den Anschluss von einem extra Kopfhörer-Vorverstärker einfach nochmal ganz, ganz deutlich den Unterschied hört. Das wäre halt ganz gut, wenn man das irgendwo mal testen kann, dass man einfach mal so einfach nur das Audio-Interface ohne Kopfhörer-Vorverstärker und dann Audio-Interface mit Kopfhörer-Vorverstärker, dann will man einfach nicht mehr ohne Kopfhörer-Vorverstärker das Ganze machen. Und eben der Kopfhörer-Vorverstärker ist dann halt auch so eine Sache, die gibt es ungefähr so ab 100 Euro. Und ich würde einfach mal sagen, dass man so im Bereich von 250 Euro wirklich sehr gut bedient ist. Aber da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede von den Kopfhörer-Vorverstärkern und dann auch wieder im Zusammenhang mit dem präferierten Kopfhörer. Da wäre es halt einfach ganz gut, wenn man das irgendwie auch noch ausprobieren könnte, was man sich da dann eigentlich auch kaufen möchte. Aber bitte im Hinterkopf behalten, wenn ihr über die Anschaffung eines Studio-Kopfhörers nachdenkt oder
bereits schon einen habt, aber auch das Thema Kopfhörer-Vorverstärker noch gar nicht so richtig beleuchtet habt, beleuchtet das, weil das ist wirklich nochmal eine ordentliche Qualitätssteigerung, die man sich da dazu kaufen kann, ohne dass man nochmal am Kopfhörer irgendwas machen muss. Selbst bei einem super billigen Kopfhörer macht sich ein Kopfhörer-Vorverstärker nochmal ordentlich gut bemerkbar. Nicht in der Lautstärke, Lautstärke kann da natürlich auch, aber einfach in der Auflösung, im Klang ist das wirklich ein Unterschied. Da rate ich jedem, das auf jeden Fall mal auszutesten. Und als letztes Thema geht es um symmetrische und unsymmetrische Verkabelung. Das ist auch oftmals im Zusammenhang wieder mit Kopfhörer-Vorverstärkern, aber nicht nur da. Generell ist bei Audio immer eine bei Consumer Audio ist eigentlich immer eine unsymmetrische Verkabelung. Also die Kabel, die man halt einfach kennt. So, und dann gibt es noch die symmetrische Verkabelung. Bei der symmetrischen Verkabelung haben wir einfach, sag ich mal, die zwei Kabel rechts und links. Und genauso wie bei der unsymmetrischen Verkabelung, aber bei der symmetrischen Verkabelung wird ein Kanal normal durchgeschickt und bei einem wird beim Sender das Signal um 180 Grad Phasen verdreht. Und ihr kennt es vielleicht von dieses bekannte Beispiel mit dieser Sinuswelle. Wenn man eine Sinuswelle nimmt und dann nochmal eine Sinuswelle dazu packt und die aber einfach dreht um 180 Grad die Phase, dann ist dort, wo die erste Sinuswelle nach oben geht, geht die gedrehte Sinuswelle nach unten. Und wenn man das zum Schluss dann ausgibt, dann hört man gar nichts, weil die beiden Sinuswellen sich komplett gegenseitig auslöschen. Bei der symmetrischen Verkabelung wird genau dieser Effekt genutzt. Das heißt, durch das eine Kabel, sagen wir einfach mal durch das rechte Kabel, wird das rechte Signal geschickt. Durch das linke Kabel wird das linke Signal, aber 180 Grad phasenverdreht, durchgeschickt. Und jetzt läuft es durch die Kabel durch und dann kommen irgendwelche Störfrequenzen. Die Signale werden einfach von der Störfrequenz moduliert und würden jetzt mit einer Störung am Empfänger ankommen. Aber bei dem Empfänger passiert jetzt nämlich Folgendes. Das rechte Signal, was original so losgeschickt wurde, wird jetzt mit dem linken Signal, das jetzt nochmal gedreht wird um 180 Grad, damit es wieder quasi zu dem original rechten Signal passt. Und dadurch, dass das rechte Signal jetzt eine Störmodulation drin hat und das linke Signal eine um 180 Grad gedrehte Störfrequenz oder Modulation drin hat, und wir erinnern uns an die Sinuswellen, werden jetzt die Störmodulation oder die Störfrequenzen löschen sich gegenseitig aus und ich habe einfach nur noch Rechts- und Links-Signal. Das ist der Trick bei der symmetrischen Verkabelung, um einfach Störungen daraus zu entfernen. Das Ganze ist halt dann einfach so die Frage mit der Verkabelung. Will ich eine symmetrische Verkabelung haben? Da muss natürlich alles wieder aufeinander passen. Beziehungsweise brauche ich das zu Hause bei meinem statischen Setup, was ich vielleicht hier habe? Brauche ich es für ein mobiles Setup? Mobiles Setup würde ich wahrscheinlich sagen, ja, weil man weiß ja nie genau, wo man hinkommt und was für Störungen da gibt. Das halt im Vorfeld schon mal alle Störungen zu eliminieren, schon mal eine ganz gute Idee. Generell ist es eine gute Idee, symmetrische Verkabelung zu nehmen. Es könnte jetzt eigentlich höchstens sein, dass man aus preislichen Überlegungen da einfach sagt, nee, ich will jetzt keine symmetrische Verkabelung. Oder einfach sagt, okay, ich hätte jetzt ein Gerät mit einer symmetrischen Verkabelung, müsste jetzt aber bei allen anderen Geräten das halt auch noch irgendwie dazu kaufen. Ist halt einfach so die Überlegung. Generell ist es immer eine gute Idee, eine symmetrische Verkabelung zu nehmen, aber das kommt halt dann immer so auf den Einzelfall drauf an, ob man es will und ob man es wirklich auch braucht. Oder ja, sollte man sich einfach Gedanken machen, man sollte einfach wissen, was es sich dabei handelt. So, das war das auch schon. Das war mir einfach ganz, ganz wichtig, zu dem Thema Kopfhörer zu sagen, weil wie gesagt, finde ich einfach, dass diese Themen mit dem Widerstand einfach nicht genügend betrachtet werden und eben auch das ganze Thema Widerstand mit dieser herkömmlichen Technologie ist das eine und es gibt eben auch neue Entwicklungen, die halt einfach nicht mehr auf diesem Prinzip, je mehr Widerstand oder je mehr Drähte in der Schwingspule, desto besser ist der Kopfhörer. Das stimmt halt so einfach nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr mit diesen Zahlen. Und da guckt euch einfach mal um beim nächsten Kopfhörerkauf und schaut einfach mal, wie ihr die Informationen da halt einfach benutzen könnt, um einfach besser zu recherchieren, um besser Bescheid darüber zu wissen.
Und eben auch das gesamte Thema Kopfhörer-Vorverstärker. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das auch mal auszuprobieren. Vielleicht habt ihr ja auch die Möglichkeit, euch mal entweder so einen zu leihen oder mit eurem Setup irgendwo hinzugehen zu jemandem, der so ein Teil hat, um euch einfach mal anzustöpseln und mal einfach mal so einen API-Vergleich zu machen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.